Gott. Ja, ich wollte meine Nagellacke ja aussortieren und ihr wolltet ja alle ein Video. Muss ich noch irgendwas sagen? Das Negative ist, ich bin ja auf mein Bett draufgeklettert, weil die Nagellacke da oben in einem Regal waren und mir ist jetzt so ein Lattenrost gebrochen. Finde ich super. Ich freue mich drauf, wirklich wahr. So. Ich versuche es so gut es geht, sie auszusortieren. Ein paar werde ich mir natürlich behalten. Ich hoffe, dass nicht so viele ich behalten werde, weil ich eigentlich relativ aussortieren wollte. Gucken wir mal, ob ich das hinbekomme. Weil die meisten werde ich einfach der Lin schenken. Wie gesagt, es ist sehr viel. Ich hoffe, dass ich das in einem Video kriege. Gott, ich fürchte mich jetzt schon. Also, ich muss die auch alle schütteln, weil die sind irgendwie nicht mehr so ganz geil. So, ich habe einen OPI. Ich werde die aber jetzt nicht so extrem lange in die Kamera halten und so drauf eingehen. Die OPI-Nagellacke behalte ich schon. Vielleicht nicht alle Farben. Weil die Farbe finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schön. Oh ja, sie ist eigentlich schon schön. Oh ja, das fängt schon gut an. Die werde ich auf gar keinen Fall weggeben, weil das war mein Liebling. Das war der Trickle My Frenzy. Den werde ich mal wieder probieren zu lackieren. Ich habe jetzt die ganze Zeit nichts lackiert, weil ich zu faul war. Ich gebe es ganz offen und ehrlich zu. Aber der ist schon ein bisschen verfärbt. Vielleicht sollte ich den mal probieren. Weil ich glaube, den habe ich nochmal. Ah, doch nicht. Aber ich habe den mal komplett aufgebraucht. Daran kann ich mich noch erinnern. Dann habe ich noch die, also die OPI, die behalte ich auf jeden Fall. Meine zwei esse ich auch. Einmal den und einmal den. Das ist ja einmal der Make Some Noise. Der Juicy Details. Das waren ja die zwei, die habe ich mir extra mal gekauft. Werden natürlich auch bleiben. So. Noch ein OPI in Blau, aber der gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Den werde ich weggeben, weil ich habe eh genug OPI-Nagellack. Oh, Moment mal, warte mal. Der ist doch schön. Super, fängt schon gut an. Es beginnt wieder. Den werde ich weggeben. Der hat sich nämlich auch geteilt. Außer ich muss ihn schütteln. Aber den werde ich werde alle Dalin geben, weil sie soll halt dann aussortieren. Den gebe ich mal Dalin. Meine MAC behalte ich natürlich auch. Die gebe ich natürlich auch nicht her. Da bicken aber in letzter Zeit diese Deckel so komisch. Ich verstehe nicht warum. Vielleicht versuche ich die aufzubrauchen. Das war der Quiet Time. Den habe ich geliebt, den Nagellack. Dann habe ich hier zwei. Ich weiß, das muss euch wohl nerven, wenn ich da die ganze Zeit schüttel, aber sonst kann ich es euch ja nicht zeigen. Der Shimmerfish und der Suere oder so. Das waren auch meine Lieblingsnagellacke von MAC. Behalte ich natürlich auch. Fangt schon gut an. Fangt wirklich gut an, den gebe ich auch nicht weg. Das ist der Essie in Grün, den habe ich mir extra gekauft. So, was geben wir noch weg? Den blauen werde ich weggeben von Catrice. Kommt in die Kiste für die Lin. Den gebe ich auch weg. Das ist so ein weißer von Catrice. Das war mal aus einer ganz alten Limited Edition. Weg. Ich habe eh so panische Angst, dass mir das alles runterkippt, weil das ist ja wirklich abnormal. Das ist abnormal. Und ich habe mein Bett geschrottet, das ist abnormal. Da habe ich irgendwo einen zweiten gesehen. Ich habe mal eine graue Nagellackphase gehabt, könnt ihr euch an das noch erinnern? Einen gebe ich weg. Irgendwo muss ein zweiter da drin sein. Den finde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so schön, den könnte ich auch weggeben. So schaut das, der schaut nach nichts aus, oder? Warten wir mal ab. Das ist so viel, ich bin überfordert. Da ist der zweite. Graue von Catrice. Ich weiß nicht, der hat sich auch so teilt. Das ist, wenn man... Ich habe jetzt auf einer Schulung gehört, dass man sie so lagern soll, weil dann ist das angeblich besser für die Nagellacke. Noch einer von MAC, den ich nicht hergebe natürlich. Das ist der hier. Der passt ja doch jetzt zu meinem Outfit. Der heißt... Oh, ich spreche es lieber nicht aus. Hier, bitteschön. Aussprechen werde ich es nicht. Noch ein OPI, den ich nicht hergebe, weil den fand ich auch von der Farbe her sehr schön. We the Female. Okay. Der sieht so aus, der ist auch schön.
läuft ja nicht so gut. Hm? Noch zwei Mac, die ich natürlich nicht hergebe. Einmal der, der war mal aus einer ganz alten LE. Und ach, das geht irgendwie nicht. Und einmal der, den habe ich auch sehr geliebt. Ich muss halt die auch probieren, weil wenn die nichts sind, muss ich sie sowieso zurückgeben. Also beziehungsweise muss ich sowieso weggeben, nicht zurückgeben. Dann habe ich den hier, der war auch aus einer ganz, ganz alten Mac Limited Edition. Aber die Deckel sind so grauslich. Ich weiß nicht, was mit dem passiert. Den werde ich, glaube ich, auch weggeben. Ich mag das nicht. Ich bin nicht so... Er ist zwar schön, aber das ist nicht meins. Das ist leider nicht meins. Das ist auch ein Mac. Da ist auch noch ein Mac. Katastrophe, oder? Ich habe noch einen pastell-lilanen Little Girl und ein Pastell Mischievous Mint oder so. Die Deckel bicken so extrem, das ist echt furchtbar. Die Annie werde ich auch nicht wirklich hergeben, weil ich mag diese Annie-Nagellacke. Das war mal ein Tester, ich finde die Farbe roh schön. Der kommt weg, der hat nämlich so einen komischen Effekt. Der Sparkling oder so, das mag ich nicht. Nyx, den werde ich behalten, weil ich glaube, dass ich den so gern mochte. Den habe ich mal irgendwo gratis dazu bekommen bei irgendeinem Einkauf, glaube ich, war das. Den finde ich jetzt nicht so schön, ehrlich gesagt. Das ist so ein rosa. Aber nicht so ein richtiges, sondern eher so ein Nude. So ein Lila von Kiko habe ich dann noch. Den werde ich auch behalten. Die Kiko finde ich eigentlich auch gut. Das gebe ich auch weg, weil ich trage sowas halt, wie gesagt, nicht. Warum habe ich mir das dann gekauft? Den gebe ich auch weg. Das ist von Trende da beinahe. So ein knallig Pink. So, den werde ich auch weggeben, weil den finde ich jetzt auch nicht so schön. Oh, die sind sicher kaputt, diese alten. Ja, der ist austrocknet. Der ist total ausgetrocknet, den werden wir gleich entsorgen. Dann habe ich ja solche Perlen, die was ich niemals verwenden würde. Aber ich habe sie mir gekauft, logischerweise. Habe ich sogar auch in Weiß. Lass ich mal da auf der Seite, da überlege ich, was ich damit mache. Das ist ein ganz, ganz alter Essie. Könnt ihr euch noch an diesen Wendigo erinnern? Ich glaube, der ist sicher kaputt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch hält. Da hat Douglas noch die Essie-Nagellacke. Ich weiß nicht, ob der noch gut ist. Ich habe da nämlich noch irgendwo einen alten, glaube ich, von denen. Den behalte ich mir auch. Warte jetzt mal. Das ist der Kiko in Gelb. Den habe ich früher so gern tragen, deswegen werde ich den sicher nicht weggeben. Den werde ich auch nicht weggeben, weil ich liebe die Farbe. Vielleicht versuche ich ein paar aufzubrauchen. Weil ich sollte ja eh für die Arbeit die Nägel lackiert haben. Den mochte ich auch so gern. Das war der Planet Tokyo, glaube ich. Ja, der Planet Tokyo von Catrice. Habe ich auch sehr gern benutzt. Den gebe ich auch weg, weil das ist auch nicht so mein Ding. Das ist so ein Frosted Finish. Wo ist denn der Anfang da? Von Essence, von irgendeiner Limited Edition. Ich war so ein Junkie wegen dieser Limited Edition. So ein Glitzerpink. Ich meine, die Kiko will ich jetzt nicht unbedingt weggeben. Weil die Kiko mag ich schon. Sage ich schon euch ganz ehrlich. Die Kiko und die... Also bei den Mac, Kiko und Opi und Annie bin ich sehr penibel. Den gehe ich auch nicht weg. Ich habe keinen Platz mehr darum. Mir wird das bald alles runterfetzen, glaube ich. Da ist noch ein Kiko, den ich nicht hergebe. Das sage ich euch nur, was ich nicht hergebe, oder? Den mochte ich auch nicht so gern. Den habe ich mir mal gekauft, weil ich den unbedingt haben wollte, weil da so ein Hype drum war und ich habe ihn nicht wirklich benutzt. Kommt weg. Mein Mac kommt nicht weg, natürlich. Den habe ich auch geliebt. Das war von einer ganz, ganz alten Sommer Limited Edition. Der Hanging Loose war das. Gebe ich auch nicht weg. Wieder ein Annie. Aber ich habe da zwei orangene. Seht ihr das? Einmal OPI und einmal Annie. Welchen gebe ich weg? Weil die sind doch schon sehr, sehr ähnlich. Also da brauche ich nicht beide. Das
Seht ihr das? Der ist halt nur heller und der andere ist dunkler, aber sonst sind die vollkommen ähnlich. Ich glaube, ich werde den OP einbehalten. Ja. Den OP werde ich behalten. Den mochte ich eigentlich auch sehr gern. Das war so ein Nudefarbener von Miss Lean. Den werde ich mir auch behalten. Weil ich mag die Miss Lean Nagellacke. Den gebe ich auf jeden Fall weg, weil den mag ich überhaupt nicht mehr. Den werde ich auch weggeben. Oder das war der mit Wassermelonduft. Ich weiß nicht. Na, den lasse ich noch. Und es ist schon einer gefunden. Ich muss es noch schaffen, mich von welchen zu trennen. Ich glaube, den gebe ich auch weg. Wenn der nicht eh austrocknet ist. Na, nicht einmal. Den habe ich sehr oft. Das war aus dieser Circus Limited Edition von Essence. Da habe ich auch irgendwo noch mehrere. Da ist auch noch ein MAC. Das ist der Mean and Green. Das weiß ich nämlich noch. Der war aus irgendeiner Disney LA, glaube ich. Ja, Mean and Green. Behalte ich natürlich auch. Ich meine, es ist MAC. Da wollen wir gar nicht streiten. Da habe ich mir damals so viele gekauft. Den werde ich auf jeden Fall auch weggeben. Weg. Weg. Das brauche ich nicht. Ich glaube, das habe ich mal von einer Freundin gekriegt, aber ich mag keine Glitter. Und diese Lean steht eher, glaube ich, auf das. Da, den habe ich noch zweimal habe ich welche von den Circus. Der ist auch, glaube ich. Na, der war mal schön, aber. Ich glaube, den gebe ich auch der Lean. Das war P2. Könnt ihr euch noch an P2 erinnern? Den Make-up Factory gebe ich auch weg, weil die mag ich jetzt auch nicht so unbedingt. Den Yves Rocher werde ich auch weggeben. Den gebe ich. Was ist mit dem? Oh, den gibt's noch so. Den finde ich aber auch schön. She's amazing. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Glitzer-Fan, aber der ist schön. Den gebe ich auch weg. Wie gesagt, das muss die Lin alles dann durchschauen. Die sehen Teenager, die hat schon die Zeit. Den gebe ich auch weg. Den habe ich mir zwei extra gekauft, aber ich habe so einen ähnlichen, glaube ich, jetzt irgendwo da zwei gehabt. Den werde ich auch weggeben. War ein Miss Lin. Wurde mal als Tester abgezeichnet. Weg. Mag die Farbe nämlich nicht. Den gebe ich auch weg, weil der gefällt mir auch überhaupt nicht. Das war aus dieser Cinderella LA. Gerne Chunky P2. Den gebe ich aber auch weg. Der war früher mal mein Liebling. Oder? Skandal. Ja, der war eigentlich früher mein Liebling, aber. Nö. Den gebe ich. Na, ich glaube, den werde ich behalten. Ich glaube, den habe ich von meiner Mom bekommen. Ich glaube, den werde ich behalten. Es wird schwierig. Es wird schwierig. Den will ich auch behalten. Den finde ich auch sehr schön. Das war auch so ein Nude aus einer Limited Edition. Den gebe ich weg, den habe ich mal zu Weihnachten gekriegt. Das ist so ein Topcoat. Den gebe ich auch weg, ist auch so ein Topcoat. Habe ich aber früher urgern benutzt. Habe ich wirklich sehr gerne benutzt. Aber brauche ich nicht mehr für was. Noch ein Kiko, bleibt natürlich. Ja, bitte nicht runterfallen. Ein ganz alter Essie, den werde ich aber weggeben. Weil da gefällt mir die Farbe nicht. Da hat sich auch extrem verfärbt. Die Lin soll ihn probieren, wenn er nichts ist, soll sie wegkommen. Ein goldener von OPI. Braucht man ein Gold noch? Naja, zu Weihnachten vielleicht. Werde ich mir ihn vielleicht behalten noch. Wenn nicht, dann gebe ich ihn auch weg. Wenn ich irgendwelche nicht lackiere, werde ich sie weg. Boah, jetzt habe ich noch einen orangenen. Das ist aber nicht den Ernst. Oder mein Ernst. Nicht denen, sondern das ist nicht mein Ernst. Der ist ja voll saudreckig, da der eine. Da gefällt mir aber, wie gesagt, die Farbe nicht mehr. Ich finde die Farbe nicht so schön. Nö. Das gefällt mir. Ich weiß nicht, das muss ich probieren. Das muss ich ausprobieren, ob mir das noch gefällt. Von der Reihe von Sally Hansen habe ich mir damals so viele gekauft. Den. Also da habe ich mir echt. Ich werde sie noch probieren. Die kriege ich eh niemals in einen Karton rein. Könnt ihr vergessen. Oh, der war auch schön. Der war auch schön. Den werde ich mir auch noch behalten. Das war aus dieser Lights of Orient LA. So, die will ich auch nicht weggeben, aber ich werde den da weggeben, weil ich finde die Farbe auch nicht so schön. Die Lin muss die auch, glaube ich, mal putzen dann.
den finde ich jetzt auch nicht so schön. Urviel Blau, den werde ich auch weggeben. Den kenne ich gar nicht. Ist den überhaupt schon mal lackiert? Ich glaube nicht. Den werde ich mal noch behalten. So wie meine Lancôme. Die behalte ich auch. Auf die war ich so stolz, dass ich die gekriegt habe. Einmal den hier. Könnte ich ja jetzt lackieren. Gibt es ja auch keine Lancôme-Nagellacke mehr. Einen pinken. Meine Mom hat die auch so gern mit mir gemeinsam verwendet, die Lancôme. Den liebe ich ja extrem. Das ist so ein lila. Ich meine, in der Kamera kommt das jetzt, so wie ich sehe, nicht rüber, aber der ist ja knallig. Ich hoffe, wenn ich es dann bearbeite, kommt das besser rüber. So, also ich bearbeite ja das Video nicht, sondern wenn ich schneide, weil meistens, wenn ich schneide, sehe ich, dass das dann eh immer die Farbe ist, was ich euch zeige. Das ist eher so ein Pink. Bleibt natürlich. So. Ich finde, die schauen sich auch sehr ähnlich, oder? Das heißt, ich gebe den Trended Up oder den Sleek weg. Sleek oder Trended Up weg. Aber ich finde, der schaut auch ähnlich aus. Die drei, warte jetzt mal, ich muss schauen, dass ich die euch irgendwie zeige. Schauen schon sehr ähnlich, ne, voll. Okay, den einen von Flomar gebe ich mal weg. Und dann überlege ich gerade, welchen gebe ich noch weg. Ich glaube, den Trended Up. Irgendwann wird einer kaputt gehen, ich sehe schon. Ich will alles ruinieren da in meiner Bude. Ein paar habe ich noch. So, den gebe ich auch weg. Das war so ein Metallic Glam. Kommt weg, das ist so ein Glitzer. Kommt weg. Ein Grau, kommt weg, weil ich habe den anderen ja eh auch, den von Essence. Behalt. Nein, weg. Gefällt mir nicht. Das ist so eine Matschfarbe. Dann habe ich da so einen dunkelblauen von Sally Hansen. Der saudreckig ist, verdammt nochmal. So, von Sally Hansen. Der bleibt natürlich, weil Sally Hansen war nicht günstig. Der bin ich mir auch nicht sicher, ob ich den behalten soll. Behalten wir mal. Schauen wir mal, ob man den überhaupt noch lackieren kann, weil das war ja die alte. Na, Alter. Ein Rot, den behalte ich natürlich auch von Sally Hansen. Den Pinken werde ich mir auch behalten von Essence, weil ich die Flasche auch so gern mag von dem. Annie. Den behalte ich aber auch, der ist auch schön. Ich habe da nämlich noch mehrere Annie. Ich zeige sie euch, weil die behalte ich auch. Lass sie nur kurz rein. Da habe ich auch einen Lancôme. So haben die dann später ausgeschaut, bevor die ganz aus dem Sortiment gegangen sind. Aber irgendwie habe ich auch solche Farben zigtausend Mal, oder? Na egal. Kann man immer brauchen. Ein Edding-Nagellack. Was ist hier am Frosch im Hals? Ein Edding-Nagellack. Finde ich auch schön. Werde ich probieren. Schauen wir mal, wie er wirkt. Wenn er da nichts ist, kann ich ihn immer noch weggeben. Das ist auch so eine ganz alte Reihe. Gebe ich auch dann hin. Den gebe ich auch weg. Das war auch aus dieser komischen Circus Limited Edition da. Den gebe ich auch weg. Das ist aber ein Annie, weil der gefällt mir von der Farbe her nicht. Das, oder? Ich weiß nicht. Das nervt extrem. Die werde ich eh niemals in eine Schachtel kriegen alle. Und die Frage ist, wo ich sie dann alle hingebe. Nicht wirklich. Na, da sieht man ja gar nichts. Aber ich. Na, warte mal. Oh, das ist mein Girls Gang. Den wollte ich weggeben. Bin ich deppert? Mein Girls Gang gebe ich nicht weg. Spinnst? Den gebe ich weg. Wie komme ich auf die Idee, den Girls Gang weggeben zu wollen? Den gebe ich weg. Den gebe ich auch weg. Bleiben natürlich. Das sind die. Vielleicht mache ich einen Schuhkarton mit Nagellacken. Wird aber auch nicht reinpassen. Da. Kiko. Den finde ich jetzt auch nicht so berauschend. Die beiden werde ich noch probieren. Ich mag eigentlich die Annie sehr, sehr gerne. Die Annie sind wirklich schön. Obwohl der ein bisschen so ausschaut wie der Mine Green von MAC. Nur halt
ein bisschen anders. So. Der kommt weg. Ich weiß nicht. Ich habe mir damals so viele von denen gekauft und irgendwie dann nicht mehr verwendet, was ja auch schade ist, wenn man die nicht mehr verwendet, oder? Naja, ist schon schön. Ich meine, das ist jetzt natürlich beschissen lackiert, aber... Okay, lass mal noch. Klappt ja super, hä? Warum habe ich mir damals den gekauft? Wies man nicht. Schaut aber auch nicht so schlecht aus. Wenn man das so ein bisschen sieht, der changiert so ein bisschen. Ich werde kotzen im Stress, sag's euch. Ich habe da noch so viele und ich gebe fast nichts mehr weg. Das nervt mich gerade extrem. Der ist aber auch schön. Den werde ich auch noch behalten. Welche ich auf jeden Fall weggebe, sind die beiden. Das war nämlich so ein Velvet Diamond. Oder soll ich den noch behalten? Problem ist, wenn ich sie dann nicht lackiere, ist ja auch scheiße. Die sind schon sehr schön. Ich bilde mir auch ein, ich habe irgendwo Neon-Nagellack, aber von Miss Lean, aber habe ich doch nicht. Oder die hat sich damals meine Mom noch ausgeborgt, aber wir haben die nie wieder gefunden. Bei denen bin ich mir nicht sicher. Bei dem... Und bei dem, die habe ich auch schon sehr, sehr lange. Müsste ich probieren, ob die noch gut sind. Oh Gott, ich war so begeistert davon, dass ich die alle aussortiere. Und was ist, ich sortiere weniger aus. Den habe ich ja auch früher so gerne lackiert. Ich weiß halt nicht, ob der noch gut ist. Okay, dann gebe ich auf jeden Fall den weg. Das war so ein Eskada weg. Dann der kommt auch weg. Das war so eine Deko. Der Manhattan, den müsste ich probieren, ob der noch gut ist. Weil das war einer meiner Lieblinge. So einer ist das. Der ist eigentlich auch schön. Müsste ich probieren. Ich krieg noch einen Herzinfarkt. Den werde ich weggeben. Das ist der Love. Den gebe ich weg. Dann, jetzt wird schon ein bisschen komplizierter und weniger. Also, das wäre Wahnsinn. Den finde ich aber auch schön. Den gebe ich auch nicht weg. Ach Gott, es wird nicht weniger. Ja, welche ich mich auch nicht trennen kann, sind die Fruity LE Nagellacke. Wenn ihr euch noch an die erinnern könnt. Jetzt kriege ich Schluck davon noch. Das stoßt mich gleich auf. Der schaut so aus. Und der schaut so aus. Das waren so ganz limitierte. Da gibt es eigentlich auch einen grünen auch, aber ich weiß gar nicht, ob die... Oh, Gottes Willen. Ein Nagellack-Sammlungsvideo plus auszudienen ist nicht eine gute Idee, wenn man Shea heißt. Wirklich nicht. Oh Gott, wie zeige ich euch die jetzt? Ich werde die mal probieren. Ich hoffe, dass die noch zum Lackieren gehen und dass sie trocknen und sich nicht so ziehen lassen. Weil ich glaube... Der Essenz, kann ich euch gleich zeigen. Den gebe ich auf jeden Fall weg. Den werde ich gleich wegschmeißen. Weil der fängt so an, sich zum Ziehen. Seht ihr das? Und das ist das Problem, was ich bei Essenz immer hatte. Also die zwei landen mal in der Tonne. Jetzt habe ich noch ein paar, von denen ich mich auch nicht so trennen kann, wie ich will. Einmal den. Das ist der Catrice Nagellack. Aber der ist eigentlich nicht so geil, oder? Ich hole jetzt mal die... Was ich da habe. Die restlichen schmeiße ich dann da rein. Irgendwo muss ich die unterbringen, weil ich will die nicht mehr in diesen Schrank reingeben, sondern ich will... Keine gute Idee. Ich will die woanders reingeben. Ich habe da noch andere, ja. Ich habe einmal den hier. Das war aus dieser Fairy Tale Limited Edition. Will ich auch nicht weggeben. Einmal den roten von Fairy Tale. Einmal diesen Creme... Farbenen da von Fairy Tale. Gut, dass ich den Deko weggeben habe, weil der schaut genauso aus. Und die beiden noch. Die will ich auch nicht weggeben. Ich muss halt probieren, ob die noch funktionieren. Also ob sie sich so ziehen wie der andere Essenz.
Das waren meine Lieblingsnagellacke und ich Trottel habe die dann nicht mehr verwendet. Eigentlich urdämlich, oder? Ich muss mir ein Nagellackkaufverbot setzen. Jetzt habe ich schon Tuchmasken, was habe ich noch? Peelings und jetzt Nagellacke. Ich habe aber nämlich vor kurzem einen Essi gesehen, den ich gerne hätte, aber nein, ich kaufe ihn mir fix nicht. So, jetzt habe ich nichts mehr in der Hand. Jetzt schauen wir mal. Das schaut auf meiner Haut so blöd aus, oder? Oder? Vielleicht trage ich ihn mal. Aber ich habe eh viele aussortiert. Ich kann euch das kurz zeigen. Moment. Fuck! Das ist so typisch. Ich habe eine neue Leggings an und habe mir gerade den Nagellack auf die Leggings geknallt. Love my life. Wirklich wahr. Also die alle hier habe ich aussortiert. Finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Finde ich wirklich nicht schlecht. Also es sind schon sehr viele. Der Karton ist jetzt zwar nicht groß, aber es sind schon sehr viele. Jesus Christus. Finde ich super, ne? Finde ich ganz super. Gefällt mir. Ja, also ich werde jetzt im Laufe der Zeit alle ausprobieren. Weil das Problem ist, deswegen steige ich nicht mehr auf das Bett drauf. Das ist schon sehr, sehr alt. Ich glaube, das ist über 40, 50 Jahre das Ganze da in der Wohnung. Kann hinkommen. Na Blödsinn, 40 Jahre könnte es sein. Weil sie hat 30 Jahre in der Wohnung gewohnt, die Dame, die was damals die Möbeln hatte. Also sind es 40 Jahre, weil ich wohne über 10 Jahre da herinnen. Also kann man sagen, es sind über 40 Jahre, wo das Bett mich eben nicht mehr aushält. Ist halt so. Kann man nichts machen. Scheiße, jetzt muss ich dann noch die Leisten tauschen, finde ich ganz toll. Will aber da oben dann noch swiffern. Ich hätte doch ins Fitnessstudio gehen sollen. Wenn da schon die Leisten brechen, wenn ich da draufsteige, ist das kein gutes Zeichen, glaube ich. Aber okay, was soll's. Ich habe jetzt ein paar aussortiert. Ich werde mir einen Schuhkarton holen. Ich habe noch den Mickey Mouse und diesen Filler-Schuhkarton. Ich glaube, wenn ich Pech habe, muss ich beide voll machen. Ich hoffe, dass ich die da noch in den Kasten reinbekomme. Ja, ich will nämlich auch noch meinen Haarschmuck vielleicht heute aussortieren, aber das werde ich jetzt nicht filmen. Und irgendwas anderes wollte ich noch ausmisten, aber ich habe es vergessen. Irgendwas wollte ich noch ausmisten, mustern, ich kann nicht reden. Aber ich habe es vergessen, weil ich will noch den Müll runtertragen dann und eigentlich wollte ich noch eine große Runde spazieren gehen, weil ich ja heute nicht ins Fitnessstudio gehe, obwohl ich eigentlich sehr motiviert war zum Mittag, aber dann in der Arbeit habe ich mir so gedacht, so, kein Bock mehr. Jo. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es so ein bisschen, finde ich, chaotisch war. Aber ich habe halt das so im Schnelldurchlauf machen müssen, weil ihr habt es gesehen, das wäre sonst zu viel gewesen. Ja, es sind trotzdem noch sehr viele, ich zeige euch die kurz. Das sind einmal welche. Also es sind schon noch sehr viele. Es ist schon noch sehr viel. Aber wenn ich merke, dass sich so ziehen oder sonst was oder nicht mehr trocknen oder irgendwie, werde ich die natürlich aussortieren. Nichts damit, Nagelverdünner, irgendwas arbeiten, scheiß drauf, weg damit. Ja. Ja, ich habe irgendwie so ein schlechtes Gewissen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe nicht wirklich was aussortiert. Aber da verschlucke ich mich gleich. Aber wir machen es so, ich kaufe mir auch jetzt einfach keine mehr. Ich weiß, das werde ich nicht lange durchhalten, aber dann brauche ich mir eigentlich nur das Video anschauen. Ich brauche keine mehr. Ich habe zigtausende, die ich eh nie verwende und ich brauche keine mehr. Sollte mir halt, wie gesagt, einer auffallen, der halt nicht mehr so geil ist oder er gefällt mir doch an mir nicht, werde ich ihn einfach aussortieren. Probieren wir es mal so. Ich bin eh stolz auf mich, dass ich das da wenigstens schon aussortiert habe, weil das war auch schon eine Hürde für mich, ihr kennt mich. Das war auch schon gut, finde ich. Wenn es dann nächstes Mal besser wird, ist umso besser. So, ich beende dieses Video jetzt. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen chaotisch war. Glaube ich jetzt mal. Aber ich wollte halt euch nur im Schnelldurchlauf zeigen. Wenn ihr da irgendeine Farbe lackiert sehen wollt, könnt ihr mir das ja gerne sagen. Mein Akku geht jetzt auch noch leer. Das heißt, ich beende das Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye!